Der da rechts, das bin ich, Hendrik. 7 Tage mische ich mich unter die Hamburger Feuerwehr. Alles zu? Ja. Alles zu. Sie guckt bei ihm, mein Partner guckt dann bei mir, ob das auch alles wirklich dicht ist. Weil wenn die Flammen in die Kante kommen oder so, wird es ja keine heiße Ohren kriegen. War alles dicht. Das ist gut. Dann verlasse ich mich auf dich. Ja. Der unter der Atemschutzmaske, das ist Marco. Wenn's brennt, kommt die Feuerwehr. Das wusste ich schon als Kind. Für mich waren das Helden. Mutig, stark, immer zur Stelle. Was war angesagt? Wohnungsbrand oder was? Interner Rauchmelder. Rauchmelder. Mhm. Das ging ja wahrscheinlich über Funk dann gleich Bescheid, was Sache ist. Mhm. Ob wir vorgehen sollen oder nicht. Aber wie ist das wirklich, wenn dein Beruf nicht Klempner oder Schreiner ist, sondern Retter? Davon handelt dieser Film. Abspann, was denn unser Stichwort ist hier? Was? Ende? Ja. Mhm. Gefahr gebannt. Hier, das war's jetzt, oder was? Ja. Das war's. Bei der Autobahn. Aber trotzdem ist man nass. Ja. Das nützt ja nichts, wenn wir mal üben und man kann nie zum Zug so. Sehr schade. Ne, obwohl es natürlich gut ist, wenn nichts passiert eigentlich. Und wenn nur da sind und nichts passiert, ist das ja für die Bevölkerung das Beste. Lapskaus statt Großbrand. Von 0 auf 100 und dann wieder Vollbremsung. Für Marco und die anderen hier ist das völlig normal. Die schalten einfach um. Während ich noch auf Alarm gepolt bin. Mein Neffe ist das auch. Und der hat auf seinem Handy so eine App. Retterleben. Wie ist das, immer auf dem Sprung sein? Die Haut für andere riskieren. Wer macht das heute eigentlich noch? Ich nicht. Auf der Wache sorgen die Retter für sich selbst. Du pennst auch hier? Hm? Du pennst hier auch? Ob ich hier penne? Hm? Also schlafen tun wir ja nicht, wir ruhen ja nur. Ihr ruht? Wir ruhen, genau. Wieso schlaft ihr nicht? Ihr schlaft doch zwischendurch. Ja, ich sag mal so, zu Hause schläft man und du schläfst ja an der Wache nicht so wie zu Hause. Du bist ja immer mit einem Ohr, bist du ja mehr oder weniger bei der Alarmglocke und weißt ja, dass das jede Sekunde losgehen kann. So. Also hier ist ja immer so der Umkleideraum vorher. Ja. Und das ist meine Bettenrolle sozusagen. Ne? So. Ja, das sieht natürlich. Nein, ich lache nicht. Nein, ist. Ja, und das ist geil. Mein Platz zum Ruhen. Ja, und das hat doch Wiedererkennungswert, oder nicht? Auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall dein Zimmer, ja. Ja, es gibt auch Kollegen, die haben Superman-Bettwäsche, ne, und all sowas. Das ist ein Geschenk von meiner Freundin gewesen. Ich wollte schon immer, ich sage, ich brauche Feuerwehrbettwäsche. Ja. Auf der einen Seite ist man ja ein bisschen jung geblieben vom Kopf. Ne? Ich sag mal, so ein Feuerwehrmann kommt vom Kopfalter nicht über 15 hinaus. Ja. Die Helden meiner Kindheit ruhen sich also in Superman-Bettwäsche aus. Gleichzeitig wachen sie in Hamburg Stellingen über 250.000 Menschen. Kösi, hast du den Laden nicht im Griff? Doch. Na, nee, ist alles gut. Der links neben mir ist Steven.
Der ist seit 10 Jahren dabei. Die meisten hier werden in ihrem Job alt. Juhu! Wie alt bist du denn geworden? 40. Und Glückwunsch. Ja, danke. War ich schon am ersten. Was soll ich tun? Also bist du ja mittendrin quasi. Ja. 40 bist du ja genauso Halbzeit jetzt oder was? Ja, bis 80 wollte ich nicht arbeiten. Nee, ich meine Dienstzeit. Ach so. Ja, also 20 Jahre habe ich noch, ne? Ja. Denke ich mal. So Gott will. Ja. Was hast du gesagt? Dass du bis 67 arbeiten sollst. Hör auf. Das will auch keiner von euch. Mal im Jahr geht hier der Alarmruf ein. 17.000 Mal aufschrecken, Klamotten an und raus. Mal nicht wissen, was einen erwartet. Seit Wochen nicht mehr gesehen worden, der Bettkasten ist voll, er ist in keinem Krankenhaus, ist nicht abgeholt worden, KBF. Also müssen wir einmal hier rein. Feuerwehr! Wir haben einen Bolzenschneider hier. Säge oder Maschine 15,5 Kreise Fahrzeuge. Hat sich gerade erledigt. So, wollt ihr Polizei? Wollt ihr als erstes rein? Ja? Mich kostet das Überwindung. Einfach so in eine fremde Wohnung platzen. In ein fremdes Leben. Oder in den Tod. Du kannst gerne noch mal Puls fühlen. Okay. Das war's jetzt? Das war's für uns. Mehr machen wir nicht. Tür auf und raus. Hier, ne, ihr kommt nachher nur mit dem Bauschlüssel. Der Hausmeister ist da. Ja, der hat gesagt, er kümmert sich. Ja? Mhm. Dann übergebe ich euch das Ganze hier. Sehr schön. Und wir rücken ab. Und dafür, dass die Heizung noch an war und alle Fenster zu, hat das noch gut gerochen. Guckst du dir die genau an? Müssen wir. Wir müssen uns davon überzeugen, dass er wirklich tot ist. Mhm. Also wirklich die Anzeichen für sichere Todeszeichen hat. Weil sonst müsste ich jetzt noch einen Rettungswagen, Notarzt bestellen, um ihn an zu reanimieren. Na, selbstverständlich. Dafür sind wir alle so ausgebildet. Okay. Ich habe immer ein bisschen Abstand gehalten. Weil erst mal gucken. Und ja, das ist ja auch völlig legitim. Ja. Ich glaube, du hast noch nicht so oft Tote gesehen. Ein paar, aber jetzt nee, nicht so. Ja. Ne? Ja. Nein, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Muss man sich dran gewöhnen, ne? Ja. Wie lange hat das bei dir gedauert? Weiß ich nicht. Die erste Leiche, die ich hatte, das war ein Fixer, der hat sich totgefixt und der hat auch noch alle Körperflüssigkeiten verloren. Und das hat man dann schon, was Ralle auch gerade sagt, so im Treppenhaus hast du das schon gerochen. Mhm. Und das war dann so das erste Mal, oh Gott, jetzt machst du hier gleich eine Tür auf und da kann ja was ganz Schlimmes hinter sein. Und das ist gar nicht so schlimm. Okay. So, und das ist Routine und das ist, ich will nicht sagen Gewohnheit, aber das berührt mich kein Stück. Mhm. Also wenn du jetzt hier zu Familienangehörigen fährst oder sowas, oder du weißt, alles klar, da ist jetzt ein Kindernotfall oder eine Säuglingsreanimation, das nimmt einen schon mehr mit. Aber so, der hat sein Leben gelebt. Also für mich ist die Sache nachher abgeschlossen, wenn ich den Bericht geschrieben habe, weil dann, ich muss mir das ja einfach alles nochmal vorholen, was ich hier gemacht habe. Und dann spielen diese Gedanken natürlich automatisch mit rein. Aber es ist nichts Schlimmes. Mhm. Überhaupt nicht. Das ist ein Müll hier. Scheiße. Bist du schlecht drauf, oder was? Ist deine Unterhose zu eng, oder was? Abschalten geht auf der Wache übers Einschalten. Das ist bestimmt ein Reißer, ne? Ja, ist das. Ja? Wollt ihr zuhören? In Ordnung. Das hat Kevin noch nicht. Hat Steven dich geschickt, oder? Thies, der Chef. Die Verantwortung für seine Jungs trägt er. Thies bestimmt, wer rausfährt. Ich könnte das nicht. Ich gehe jetzt in den Keller. Schleimer! Fertig. Oh. Gut, aber schneller. Gleich nochmal.
Jeder von denen hier ist voller Geschichten. Aber nicht eine davon handelt von Helden. Mach es wach und der Spaß ist wieder vorbei. Was, ich so gefährlich aus? In all den Jahren sozusagen, die du dann danach sozusagen bei der Feuerwehr bist und wenn du dann irgendwann so, sag ich mal, ein paar Jahre auf dem Buckel hast, ja, dann weißt du, dass das meiste von dem, was ich erzählt habe, kein Spinnkram war, nee, sondern dass du Dinge erlebst, die kannst du dir in deinen kühnsten Träumen nicht ausmalen und die passieren trotzdem und die passieren hier in dieser Stadt und dann stehst du davor und denkst, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sowas überhaupt machbar ist, ne? Aber das passiert. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du nicht heil aus deinem Einsatz zurückkommst. Und das ist egal, so wie Thies für alle verantwortlich ist oder ich dann in meinem kleinen Rahmen fürs Löschfahrzeug oder als RTW-Führer, wenn du im Team zusammen bist, dass da einem von uns was passiert. Ja, das war schon damals eine bittere Geschichte. Von Kuddel, warst du? Wie sie den da vorne verzichten. Ja, lange vor meiner Zeit wahrscheinlich. Ja, da warst du aber gar nicht bei der Feuerwehr. Oder? Wahrscheinlich. Ach, das war eigentlich ein ganz, ganz banaler Einsatz und das, was du hunderte Male machst, auch eine Amtshilfe letztendlich für die Polizei und dann plötzlich rief mich die Leitstelle an, ich möchte bitte mit Sonderrechten die Einsatzstelle anlaufen. Da hat es einen Schusswechsel gegeben und wäre ein Kollege verletzt. Ne? Da ist er mit einem Kleinkalibergewehr durch die Tür geschossen worden und hat ihn genau da, ich sag mal, getroffen, wo du nicht als Mann nicht getroffen werden möchtest. Das ist natürlich, und das sind, müssen wahnsinnig, ich meine, du weißt, wenn du vielleicht mal einen Tritt in die Hoden bekommen hast, so eher also als Junge schon, ne? wie schmerzhaft das ist. Und das muss, also wirklich, also der hat, und das von eisenharter Kerl eigentlich, der hat geschrien, also die Schreie, die höre ich noch, ne? Also, dann bin ich dann nachts um zwei mit meinem Fahrer, dann habe ich dann die Ehefrau aufgesucht und da waren noch vier Kinder im Haus, ne? Und dann sitzt du da mit den vier Görn und mit der Mutti. Und sagst du dann, Mann, der kommt morgen früh nicht nach Hause. Und solche Gespräche, das muss man in der Tat nicht haben. Absolut nicht. Also wir stecken vieles weg so und haben manchmal vielleicht eine große Fresse oder eine lockere Fresse. Aber wir können schon ziemlich gut sagen. Aber so unter der, das ist aber, glaube ich, ohnehin so eine Geschichte. Ne? Also ich glaube, so manchmal, wenn man seine Jungs kennt oder uns welche kennen, das ist oftmals auch nur eine raue Schale, aber manchmal auch eine, eben halt ein ganz weicher. Oder sagen wir, weicher Kern nicht, aber manchmal doch ganz, ganz sensibel. Ne? So, und auch feinfühliger, wie man vermuten möchte. Mein dritter Tag. Der Handschlag am Morgen ist wie ein Versprechen. Nämlich da zu sein, für den anderen. Immer. So, moin zusammen. Heute wieder einen vollen Zug. ELW Zugführer mache ich, Zugtruppführer Herr Kreppenhöf. Dann geht es weiter mit dem HAL F1, Fahrzeugführer Herr Mohr, Maschinist Herr Kühl und auch gleich den Posten dazu. Angriffstrupp 1 Herr Federmann und Herr Müller und Wassertrupp 1 Herr Petrik und Herr Fuhrmann. HAL F2 Fahrzeugführer Herr Eckert, Maschinist Herr Köppershaus, Angriffstrupp 2 Herr Heiden, Herr Engels und Ralf Lühers den Tagesdienst. So, meine Herren, das war's. Wegtreten. Feuerwehrsprache ist Abkürzungssprache. HLF heißt Hamburger Löschfahrzeug. RTW? Rettungswagen. Als Feuerwehrmann musst du vieles können. Feuer bekämpfen oder Bauchschmerzen.